Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich einen kleinen Salat als Vorspeise für mein Ostermenü zubereiten. Dieses Video ist wieder ein Teil einer Osterkooperation, zu dem sich diesmal 5 Kanäle zusammengefunden haben. Gestartet ist das Ganze schon am Montag mit dem Kanal Eat Me. Dann kam am Dienstag der Kanal Meine Rezeptewelt. Am Mittwoch der Kanal Koch dir was. Ja, heute Donnerstag bin ich dran. Und morgen gibt es dann nochmal ein tolles Rezept von Sven Kocht. Ja, unbedingt mal reinschauen. Sind wirklich tolle Kanäle, tolle Rezepte dabei. Ja, ich werde den Salat heute als gemischten Salat machen mit einem Senfdressing, einer gebutterten Scheibe Brot, etwas lecker Schinken und einem Wachtelspiegelei. Und dafür benötige ich heute zum einen natürlich gemischten Salat. Ich habe hier so eine Fertigmischung genommen. Da kommt dann noch ein bisschen Staudensellerie, ein paar kleine Tomaten mit dazu. Dann brauche ich für das Dressing nachher ein bisschen Öl, ein bisschen Essig, ein bisschen Agavendicksaft oder Zucker oder Honig und ein wenig Senf. Dann habe ich hier die Wachteleichen, die werden gekocht bzw. gebraten. Dazu noch ein bisschen Butter. Das Brot, das werde ich nachher rund ausstechen. Und dann habe ich hier vorne noch ein bisschen Serrano-Schinken und italienischen Rinderschinken. Das Ganze werde ich hier in diesen kleinen Gläschen anrichten. Als erstes gebe ich dann hier in jedes Gläschen unten so eine kleine Schicht vom Salat rein. Ich mache mir hier auch gleich noch eine größere Portion. Wenn jetzt jemand noch ein Verlangen hat und noch ein bisschen was nachhaben möchte, dann kann er sich hier gerne was nehmen. Hier mache ich dann allerdings nur gekochte Wachteleier mit bei. So, als nächstes kommen dann von den Tomaten welche mit rein. Schneide ich mir oben das Stück ab. Schneide die mal relativ klein und dann kommen sie da oben mit drauf. Dann kommt so ein bisschen vom Staudensellerie. Den schneide ich mir hier schon mal immer so lang, da wo er unten breit wird. Dann einfach nur so ein paar kleine dünne Würfelchen darüber. Das braucht auch nicht so ganz viel sein. Ja, und als nächstes werde ich dann mal das Dressing machen. Nehme ich einfach hier so ein kleines Näppchen. Da kommt dann Olivenöl rein. Man kann natürlich auch Rapsöl nehmen. So, ich nehme da immer so 5-6 Esslöffel voll. Da gebe ich dann noch einen Schuss Balsamico, weißen Balsamico dazu. Ja, so etwa einen Esslöffel voll. Ein klein wenig Agavendicksaft oder Honig. Oder aber auch einfach nur profaner Zucker. Und noch etwas vom Senf. Dann nehme ich jetzt so einen Teelöffel voll. Und das Ganze dann schön durchrühren. So, das sollte also schön gleichmäßig sein. Keine Stückchen mehr drin. Und dann stelle ich das jetzt erstmal beiseite. Wenn man möchte, kann man jetzt hier auch schon so ein bisschen Pfeffer und Salz mitzugeben, also direkt auf die Tomate. Ich mache das nicht, ich mache das nachher mit ins Dressing mit rein. Da kommt dann nachher nochmal ein bisschen Pfeffer und Salz dazu. Ich habe mir jetzt schon mal Wasser aufgesetzt. Ich werde jetzt hier gleich 5 Wachteleichen kochen. Die anderen werde ich dann braten. Da gibt es so eine wunderbare kleine Wachteleischere. Damit kann man das wunderbar öffnen. Also die rohen Wachteleier zum Braten. Ja, das kann man da wirklich wunderbar einfach so aus der Schale in die Pfanne reinmachen. Ja, in der Zwischenzeit werde ich mir hier schon mal das Brot vorbereiten. Da werde ich mir jetzt runde Stücke rausdrücken. Ja, die werde ich dann gleich ein bisschen in Butter anbraten oder anrösten. Da gebe ich immer so einen kleinen Klecks Butter dazu. Die erstmal schön warm werden lassen. Das Ganze so ein bisschen verteilen. Und dann können auch schon die ersten Scheibchen hier mit rein. Ich lasse die jetzt ein bisschen anziehen, dass sie so ein klein wenig Farbe bekommen. Dann werden sie einmal gedreht.
und dann lege ich sie erstmal beiseite. Ja, und dann können die auch schon raus. Ja, ich lasse die jetzt hier einfach auf so ein Brettchen abkühlen. Ich habe mir soweit erstmal schon wieder alles hingestellt. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen den Salat hier auffüllen. Das ist ein bisschen sehr wenig in so einem großen Glas. Und dann kann auch schon ein bisschen so die Deko hier losgehen. Dazu schneide ich mir die Scheiben hier ein bisschen ein. Und mach mal 4 Scheiben da dran. Und die stecke ich dann einfach hier oben an den Rand. Dann kann ein bisschen was von dem Rinderschinken hier mit zu. Den da so ein bisschen rein drapieren, so zwischen die Brotscheiben. Dann rühre ich das Dressing hier nochmal schön durch. Und mache jetzt nochmal Salz ran. Das ist eine Menge Salz, die ich hier ran mache, aber ich habe das ja vorher nicht gewürzt. Also da ist noch nichts an Salz dran. So, und noch ein bisschen Pfeffer. Und dann nochmal richtig schön durchrühren. Und dann gebe ich hier schon mal so ein bisschen was oben drüber. Ein paar Wachteleichen. Und eins habe ich aufgeschnitten. Das lege ich so halbiert damit zu. Klein wenig Salz übers Eichen. Dann kann man hier ruhig noch ein Stängelchen reinmachen. So, und so sieht der große Napf jetzt erstmal aus. Ein bisschen drehen. So. Der wird jetzt so auf den Tisch gestellt, wenn jetzt jemand noch was nachhaben möchte, also das kleine Gläschen jetzt nicht gereicht hat, dann kann man da ruhig nochmal zuschlagen. So. Während die Butter jetzt schmilzt, werde ich mir die hier schon ein bisschen vorbereiten. Das heißt, ich nehme mir hier vom Serrano-Schinken immer 2 Scheibchen. Das ist wirklich hauchdünn geschnitten. So ein bisschen hier halbwegs kreisrund auf das Brot auf. Jetzt kommt hier meine tolle Wachteleischere zum Einsatz. Die spitze Seite und zack und rein damit. Also das ist wirklich perfekt, so eine Wachteleischere. Zack und rein. Und das dritte Eichen. Dann können die Wachteleichen auf die Schinkenbrote drauf. Lass mal noch ein kleines bisschen hier rüberrücken. So, und dann kommt das hier oben auf den Salat. Ja, so sieht das dann jetzt aus. Das sind die fertigen kleinen Salate. Wir haben dann nochmal die Portion zum eventuellen Nachfüllen, wenn man noch Appetit hat. Es schmeckt eigentlich immer wieder lecker, ist was Feines. Das Oberteil kann man so erstmal mit der Hand schön naschen. Dann dazu noch ein bisschen Salat. Passt eigentlich wunderbar. Ja, ich wünsche auf alle Fälle einen guten Appetit. Viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Ja, und natürlich auch frohe Ostern. Und hoffentlich bis bald. Tschüss!